Gerner, Wolfgang Barrow und Katrin, Ulrike Frank, überlegen, wer die Wohnung von Gerner verwanzt hat. Gerner diskutiert mit Katrin verschiedene Theorien über den Täter. Jessica spricht mit Philipp, weil sie sich unfair behandelt fühlt. Gerner kann nicht fassen, dass er heimlich abgehört wird und geht mit Katrin alle möglichen Theorien durch, wer es auf ihn abgesehen haben könnte. Jessica bekommt das Gefühl, dass Tuna vor Philipp schlecht über sie redet. Als sie sich von Philipp ungerecht behandelt fühlt, sucht sie das Gespräch. Kann Jessica ihrem Gefühl vertrauen? Sascha, Daniel Noah, Elle und Paul, Niklas Osterloh, kommen allmählich besser miteinander aus.